So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und das Pferd. Adi und der Adventskalender. Wir wollen wieder ein Türchen vom Adi seinem Kalender aufmachen und natürlich ein zweites und natürlich eins für mich. Und heute müsste die Nummer 18 dran sein. Wir haben nämlich nicht mehr viele Türchen. Hier ist die Nummer 18. Das machen wir jetzt direkt mal auf. Zeig mal dem Adi. Guck mal, Adi. Zack, ein beherzter Biss in die Türe. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Das ist irgendwie so. Traditionell gehört das zum Ablauf dazu. So, heute gibt es wieder helle Kissen. Die sehen eigentlich so curryartig aus. Die haben eine Curryfarbe. Guckt euch die Currykissen an. Bitte schön. Ich wollte nicht deine Currykissen wegnehmen. Ich merke deinen Gummimund an meiner Hand. Den Rest werfe ich dir wieder hier rein. Damit da nichts runter geht, müssen wir den Stöpsel natürlich noch reinpacken. Holen uns schnell mal das zweite Teil. Gucken wir hier. In der Nummer 18 haben wir auch was zu naschen. Das kommt auch weg. Diesmal gibt es hier Weißfisch und Kartoffel. Ich glaube, Weißfisch und Kartoffel war genau das Tütchen, was er beim letzten Mal ignoriert hat, oder? Sieht das jetzt anders aus, Adi? Hast du jetzt Fischgeschmack entwickelt? Fischgeruch hast du auf jeden Fall. Oh! Weißfisch und Kartoffel. Ja, das fällt beim Essen wieder raus. Ne? Ich merke immer noch den Gummimund. Ich tue dir den Rest mal wieder hier rein. Das sieht gut aus. Beim letzten Mal hat er das komplett ignoriert. Jetzt hat er es wenigstens genommen und in meine Hand geworfen. Zurück und einmal auf den Boden verteilt. Dann haben wir Türchen Nummer 18. Die ist diesmal hier drüben. Das ist ja wirklich genau gleich. Wir haben nämlich noch das übrig und die zwei hier. Das heißt, wir haben gestern das aufgemacht und jetzt das. Man erkennt also ein Muster. Eine Flasche haben wir. Eine dicke Flasche. So, dass wir den hier aufreißen müssen. Nicht erschrecken. Kleiner Stecken. Alles wird gut. Da ist noch Weißfisch mit Kartoffeln drin. Adi, guck doch mal. Da ist noch Weißfisch. Ich sehe deinen Bobs. Heute gibt es einen Bäcker. Nicht einen Brecher, sondern einen Bäcker in einer grünen, bauchigen Flasche mit einem braunen Deckel. Echtes Bockbier kommt aus Einbeck. Einbeck ist also eine Stadt oder ein Dorf oder ein... Genau. Und dann haben wir hier oben ist natürlich am Hals, ist keine Banderolle dran. Und hinten habt ihr auch was, vorne habt ihr das, Einbäcker. Eine grüne Granate, Einbäcker. Seit 1378 Einbäcker, naturtrüb und hopfenbetont, einböckisch. 1378 mit 6,7%. Hinten steht auch wieder was. Für den perfekten Genuss, Flasche vor dem Einschenken leicht ausschwenken, Karamell, Brot, Nüsse, Zitronengras und Orange. Die Aromavielfalt entsteht durch vorherrschend noblen Hopfen, gepaart mit Malzaroma und kräftiger Hefe, die zugleich die honiggelbe Farbe aufhält. Weichspritzig und mit ausgeprägtem Bockbiercharakter ist das Einböckisch ein Genuss für besondere Anlässe. Karamell, Brot, Nüsse, Zitronengras und Orange. Die erzählen euch auch wieder was vom Pferd. 6,7% Honigfarbe aufhellen. Eine helle Honigfarbe zum Aufhellen. Auf jeden Fall Einböckisch. Einböckisch, weil es Bockbier ist. Was gibt man denn fürs Etikett? Das sieht insgesamt, passt das, ist rund, ist stylisch, die Flasche ist dick und bauchig. Ich würde trotzdem, ja, 3 von 5. Es sieht nicht schlecht aus, es ist aber auch irgendwie nichts Besonderes. Hier auf der Flasche ist nochmal eine Prägung drauf. Steht auch nochmal ein Bäcker direkt hier für die Blindenschrift.
dass ihr das fühlen könnt. Aber trotzdem, 3 von 5 Punkten muss an meiner Stelle hier reichen. Machen wir mal das Ding auf. In Hoffnung, dass nicht gleich alles oben rausfliegt. Hey, es ist alles drinne geblieben. Das ist sehr schön. Den kleinen Bauch so ausschwenken. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemeint haben. Das ist dein Bäcker. Macht sogar original Einschenk-Sounds. Blop, 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 blop. So. Ich habe gestern auch ein Video gesehen. Da hat ein junger Herr mit einem normalen Herr zusammen auch Biere probiert, getestet. Das war so toll zusammengeschnitten. Auch die Musikuntermalung, alles lustig gemacht. Ganz viele Röpser drin. Aber man hat gemerkt, der Herr, der eingeladen war, ein Gast war, der hat viel, viel Ahnung gehabt. Der hat auch bei Becks gearbeitet. Aber mochte Becks selber nicht so. Es war auf jeden Fall richtig cool. So, 3 fürs Etikett. Kommen wir mal zur Farbe. Es perlt wieder schön. Alles fliegt hoch. Es ist leider sehr trüb. Du kannst nicht durchgucken. Das brauche ich glasklar. Und ansonsten, ja, was... Eigentlich eine kräftige Farbe, aber es könnte auch kräftiger sein, ist trotzdem relativ ein kräftiges Hell, eine helle, kräftige Farbe, die dunkelkräftiger sein könnte, mit weniger Trüb drin. Ich würde hier 2 Punkte geben. Es sieht schon irgendwie köstlich aus trotzdem, weil es halt so sehr perlt, aber ich würde 2 Punkte geben. Der Schaum bildet sich auch die ganze Zeit wieder nach. Schaum sieht es sehr gut aus. 2 Punkte hierfür. Geruch. Riecht wie eine Tüte Gummischnüre, aber wenn du die Gummischnüre vorher irgendwie durch die Kloake gezogen hast, ist kein typischer Biergeruch. Riecht irgendwie merkwürdig. Ich würde hierfür Geruch 1 von 5 Punkten geben. Es riecht für mich etwas unangenehm, muss ich schon sagen. Süßlich in einer komischen Variante, wo du dir sagst, nee, das möchte ich nicht probieren. So, 1 von 5 für Geruch. Kommen wir noch zum Geschmack. Vorher noch mal den Schaum aufessen. So, probieren. Es schmeckt. Ich glaube, bei dem letzten Bier war schon lange nicht mehr so eines dabei, was so schmeckt. Ja, definitiv habe ich schon Schlimmeres erlebt im Kalender, aber das taugt mir jetzt in meinem gradigen Zustand gar nicht. Ist irgendwie auch total sauer, total bitter, total herb. Leichtes Spülmittel, aber trotzdem dieses, irgendwie, dass sich schon alles zusammenzieht beim Trinken. Es ist mir viel zu chemisch. Ich merke ja nichts von Nüssen. Nüssen oder Brot oder Karamell oder Honig oder... Es schmeckt einfach... So, wir werden den Rest, glaube ich, noch trinken. Ich werde noch mal kurz probieren. Haben wir jetzt schon Punkte vergeben. Ich gebe einfach 0 Punkte für dieses Bier. Ich bin heute mal richtig brutal, weil ich komme gerade auf den Geschmack gar nicht klar. So wie jetzt habe ich mich schon lange nicht gefühlt, deswegen 0 Punkte. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah, Schatz.